hab's gefunden und ich glaube, ich nehme einfach mal den Schraubenschlüssel. Ja, einen Schraubenschlüssel? Hm, warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Den brauchen wir für irgendwas wahrscheinlich. Warum sollte ein Clown bitte einen Schraubenschlüssel können? Jetzt muss ich die Rücktaste finden. Okay, warten. So, weil ich jetzt nicht riskieren will, dass es weiter so geht, wir haben einen Schraubenschlüssel, also Dialog beenden. Das ist echt bescheuert, so ernsthaft. Bitte, bitte, derjenige, der es weiß, sag mir, wie ich es lösen kann. So, wo wollen wir denn hin? Zur Kapelle? Ja, genau, da liegt doch noch was. Oder? Oh, hallo. Oh, das ist ein kleiner Gnom. Ich laufe irgendwo rum. Da ist doch ein... Da habe ich's. Jetzt haben wir ein Schwertchen. So. Na, warte. Gucken wir mal, ob sie jetzt fertig ist. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Also, hallo Gnom. Wahrscheinlich hatte sie noch Aufträge. Deswegen musste es ja auch gehen. Es müssen so viele schon gehen. Das Ding da. Da, Puma. Puma. Puma-Banner. Och, das ist wirklich schön. Aber ich fand das Meerschweinchen besser. Hängt es eigentlich noch da? Nee, oder? Danke. Warte. Ja. Dann geben wir es erstmal runter, bringen es in die Kantine und dann, ja, was macht, passiert? Oh, das ist weg, schade. Puma Banner. Banner! Doris, hallo! Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Ja. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja, okay. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Happy Birthday. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick-Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Ach, schade, dass ich es nicht hören kann. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Ah, wie toll. So, gib mir mal das. Nimm mir mal das. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzulegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Ja, wir klauen es doch nicht. Nein, das machen wir doch nicht. Das macht man nicht. Nein, nein. Okay, wir doch jetzt, ja, was...
Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine... Hallo, ich bin Pfadfinder. Schau doch mal, alter Sack. Aber das ist doch, das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leck mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste. Ich glaube, er wollte du? Irgendwas Ekliges Denn unter sagen. Unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Und Geld. Ja, schlaf einfach. Will die Muskete haben und die Pfadfindertruhe. Wir haben ein Messer. Und das war's. Wow, toll. Jetzt haben wir eine Muskete. Das sind hier diese Dinge. Wie kommen die weg? Hallo Kapu, wie geht's dir denn so? Hallo Kapu. Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Ja. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Ich finde es toll, dass die Musik genau in diesen Schweigeminute. Scheiße. Ach, Kapu, nein. Du hast Lillys Herz gebrochen. Schei, sieht ja total cool aus, aber. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui, der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Schade. Aber ernsthaft, ich würde niemals mit Glitzer umkommen. Auf jeden Fall mit Glitzerstaub, damit ich stauben kann. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Sorry, musste hier kurz was machen, falls ihr es gehört habt. Ich glaube, ihr habt es gehört. Und jetzt sind wir hier oben. Cool. Gargoyle. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Da können wir nicht hin, aber hier ist so eine Uhr. Können wir irgendwas machen? Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Dann nimm doch die Uhr. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht.
Also hast du schon gesagt, dass wir warten sollen, okay? Gehen wir zum Brunnen. Ist da irgendwas? Irgendwie ist es gerade lauter geworden, oder? Könnten wir ihn aufschlitzen? Nein, könnten wir. Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Cool, das haben wir eine Muskete. Können wir damit abschließen? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ja, der Ballon. Gucken wir erstmal beim Ballon nach. Kronleuchterbefestigung. Mit bloßen Händen konnte Lily die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Also ein Ballon. Jetzt haben wir also einen Grund, warum er einen Schrauben. Ein Schraubenschlüsselballon brauchten. Was Lily nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Ja. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Das keinen Sinn ergibt. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ja, daran könnte es wahrscheinlich liegen. Übrigens finde ich total cool. Ich habe zurzeit öfters mehr Kommentare von euch gesehen. Und es freut mich wirklich. Ernsthaft, ich Nacken genommen. Wow. Ich weiß nicht, wie viele Gnome wir heute hier rumlaufen, aber wir haben den Ballon. Edna sieht krank. Ja, jedenfalls, ich finde es richtig nett. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja. Ich finde einfach, toll. Ich mag es, wenn jemand mir Kommentare schreibt. Also, ich lese sie mir gerne durch und beantworte sie so gerne. Ja, das macht mir einfach Spaß. Also, bitte mehr Kommentare schreiben. Das wäre echt toll. Beantwortet so schnell wie möglich, falls ich immer was sehe, irgendwie... Was stimmt ja, ich wollte gerade nichts. Hallo Gnome. Ach, der Memphis ist immer noch weg. Ah, ich komme nicht raus. Schulteich, raus hier. So, dann gehen wir mal hier hin. Oh, die Wicken, genau. Zucker schien Lily gar nicht zu bemerken. Lily nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zucker irgendwann leid tun könnte. Okay, das können wir nicht einfach wegmachen. Wir bräuchten irgendwie so eine Maschine. Gehen wir mal zur Kantine. Die oberen ist weg. Aber Doris ist noch da. Na, geht's grob besser? Schon wieder? Ja. Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Hat sie nicht irgendwas mit Messer gesagt? Und ich bereue es, dass sie gerade geredet haben. Okay, wartet mal, bis ich den Dialog beendet habe.